der Blick hinter die Kulissen, darum soll es gehen. Sie sehen hier schon die Verzahnung der einzelnen Währungen. Ja, das ist praktisch hier das Geschäft der Welt. Die Währungen dominieren sozusagen alle Handelsgeschäfte, egal eben, ob Sie Aktien kaufen, Warengeschäfte durchführen oder dergleichen. Ohne Währung geht gar nichts. Und wir sehen hier sozusagen die Verzahnung der großen Yen, Dollar, Euro. Es gibt dann natürlich noch einige andere Majors, die wir uns eben anschauen werden. Und deswegen schauen wir jetzt gleich mal zur Agenda. Um was soll es heute gehen? Ja, Sie sehen hier die einzelnen Heads. Das sind, wie gesagt, die Punkte, die wir uns in den nächsten 2 Stunden anschauen werden. Erstmal Einstieg Grundsätzliches, Historie, kurzer Abriss. Ich werde Sie hier nicht mit einem Geschichtsvortrag langweilen. Dennoch, wie ist Forex eigentlich entstanden? Dann die einzelnen Zeitzonen, da wird es spannend. Besonderheiten, Währungen und Währungspaare, worauf kommt es an? Dann natürlich hier im Nachgang neben den grundsätzlichen Sachen Aktuelles, also was ist praktisch der gegenwärtige Zustand vom Forex-Markt, was kann man für Chancen entdecken, wo liegen die Risiken und dann Spezielles, das ist praktisch auch so ein Stück weit Einblick eben hinter die Kulissen, um Ihnen dann auch zu zeigen, na, was geht denn eigentlich ab, weil wenn ein Broker zu Ihnen spricht, ist es natürlich auch wichtig, da mal zu erfahren, was da eigentlich alles noch so abläuft. Abschließend Fazit und Kerneigenschaften vom Markt. Und da hoffe ich, wie gesagt, dass ich Ihnen mit dem heutigen Vortrag dann Zugang bieten kann zum für mich, wie gesagt, spannendsten Markt, den es gibt. Gut, fangen wir an. Zum Thema grundsätzliches zu FX. Hier nochmal ein Stück weit Einblicke, um was es dann im Detail gehen wird. Das, wie gesagt, sind die Punkte der nächsten Zeit. Unmittelbar fangen wir mit dem Geschichtsabriss mal in Anführungszeichen an. Der Handel generell seit Menschengedenken natürlich allgegenwärtig. Ja, das fing schon, sage ich mal, an, als der Homo sapiens dann erkannt hatte, dass mit Handel sich doch Entwicklung auch fördern lässt. Und speziell Währung erschufen aber hier den Vorteil eben des einfachen Tauscheffekts und der Aufbewahrung, ganz klar. Selbst im alten Griechenland, also zur Antike, war schon der Währungshandel als solcher tatsächlich natürlich dann eben primär mit Münzen, aber eben gebräuchlich. Es wurde praktisch schon durchgeführt und über die Jahrhunderte hat sich das dann auch nicht weiter verdrängen lassen. Einstein bemerkte ja übrigens auch, dass der Zinseszinseffekt als solcher, der jetzt praktisch ja auch mit Währungen und dem monetären Finanzsystem zusammenhängt, ja praktisch das 8. Weltwunder ist, denn die Idee an sich dahinter ist natürlich schon ein Stück weit kurios, unabhängig des Papiergeldsystems eben. Kommen wir hier zu dem Goldstandard als nächstes, da steigen wir jetzt so ein Stück weit ein, wo die Währungen oder der Währungsmarkt auch mehr oder weniger manifestiert werden sollte. Von 1876 bis 1914 gab es diesen Goldstandard. Interessant auch dazu, sehen wir gleich, warum es den dann nicht mehr gab, aber hier auch die Gründung der US-Notenbank Fed, hier im Dezember 1913. Es gab auch schon davor Ableger von Notenbanken, aber das war praktisch dann hier sozusagen die Gründung der Federal Reserve Bank, also der US-Notenbank, die auch bis heute hier maßgeblich ihre Fäden an den Märkten zieht. Und letztlich aber hier der Erste Weltkrieg, also hier Kriege an sich ja sowieso immer für Volkswirtschaften ein Dilemma, gerade eben in Sachen der Ausgabenexplosion. Und dann kam es auch dazu, dass im Sinne des Ersten Weltkrieges praktisch hier die Währungssysteme, das Währungssystem einbrach und hier sozusagen dann eben aufgrund dessen, dass mehr Geld gebraucht wurde, als vorhanden war, hier alles gekippt wurde, um praktisch die Kriegsmaschinerie anzutreiben. Letztlich dann auch noch im weiteren Schritt 1933, hier der Verbot des Goldbesitzes in den USA und da wurde auch der Goldpreis schon auf 35 US-Dollar je Unze fixiert. Sie sehen, da wurden immer wieder staatliche Eingriffe vollzogen in den Gesamtmarkt und Gold für mich, wie gesagt, die älteste Währung der Welt. Also der Goldpreis selber ist für mich schon noch ein Indikator, eine Gradzahl für die Währungssysteme und Gold zählt für mich sozusagen als oder auch zur Währung dazu. Und das ist, sage ich mal, auch ein Grundgedanke, den der Goldpreis ja heute noch innehat, die Sicherheit eines stabilen Geldwertes. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges dann wurde das System, auch hier wieder dann das Problem, eben die Kriegsmaschinerie musste finanziert werden, die Währungssysteme oder die Währungsidee als solche eskalierte wieder. Es wurde ein neues System eingeführt namens stabiler Wechselkurse, hierbei speziell im Juli 1944 Bretton Woods Systems und hierbei wurde der US-Dollar als Ankerwährung fixiert. Also das Bretton Woods System als solches hier verankert, um auch den US-Dollar mehr oder weniger als weltweite Rohstoffwährung auch zu etablieren. Ganz interessant, bis heute wird der US-Dollar ja auch als weltweite Rohstoffwährung akzeptiert und hängt eben sehr eng verknüpft mit den Rohstoffen zusammen. Achten Sie da mal drauf, wie sich hier ein schwächerer oder stärkerer US-Dollar auf die jeweiligen Rohstoffe auswirkt. Das ist eine Korrelation, die immer noch allgegenwärtig ist. Jetzt gehen wir mal ein Stück weit rein in die Details der jüngeren Zeit, warum eben hier das Ganze abgeschafft wurde wieder.
Das Bretton-Woods-System als solches, was ja 44 eingeführt wurde, hielt, wie gesagt, keine 30 Jahre. Warum? Weil hier auch wieder die Fixierung praktisch des US-Dollars an den Goldstandard und auch die Unflexibilität der Währung, also praktisch die festen Bandbreiten oder die Fixierung der einzelnen Währungen eben dazu führte, dass natürlich der Finanzmarkt oder sagen wir mal die Liquidität, die der US-Dollar brauchte, um zu expandieren, auch hier im Sinne der amerikanischen Expansion, hier zu einem Leistungsbilanzdefizit führte über die vielen Jahre. Also die US-Zahlungsbilanz wurde immer schlechter und das führte dann im Umkehrschluss dazu, dass praktisch hier das Vertrauen auch in den US-Dollar mehr oder weniger einbrach. Und hier dann im Jahr 1969 schon die ersten Zweifel am Bretton-Woods-System laut wurden. Also hier, inwiefern es eben Sinn macht, hier eine Fixierung von Währungen zu präferieren und auch hier eben den ganzen freien Währungshandel, den es ja eigentlich geben sollte, hier zu begrenzen. Im Jahr 1973, wie gesagt, wurde dann das Bretton-Woods-System gekippt und die Währung wieder frei fungibel handelbar. Und das ist sozusagen die Wiederbelegung des eigentlichen Forex-Markts, wie wir ihn auch heute kennen. Hier Stück für Stück wurde der Markt weiter etabliert. Die einzelnen Zentralbanken haben dann über die Jahre mehr oder weniger sich dann natürlich dem Markt auch geöffnet. Und bis heute ist es eben so, dass die Währungen weltweit, wir sprechen hier über 170 bis 180 Währungspaare, Währungen, die hier weltweit ihren Fundus haben. Es gibt auch noch viele natürlich manipulierte Währungen, Währungen, die in festen Bandbreiten unterwegs sind. Man nehme hier zum Beispiel auch den chinesischen Yuan. Das ist natürlich noch eine Geschichte, die ist noch ein Stück weit weg von dem freien Währungshandel, aber mittelfristig ist wahrscheinlich zu erwarten, dass hier China sich auch noch öffnen wird bzw. öffnen muss. Forex selbst, jetzt mal hier in die Details, erlaubte bis Anfang der 2000er Jahre oder bis Anfang des Jahres 2000, also zum Millennium hier, praktisch nur professionellen Marktteilnehmern den Zugang. Das heißt, Privattrader, Privathändler hatten überhaupt nicht die Möglichkeit, am Forex-Markt teilzunehmen. Recht interessant dahingehend, dass der Forex-Markt als solcher für Privattrader, Privathändler noch ein sehr, sehr junger Markt ist. Neben dem, dass natürlich der Forex-Markt selber noch nicht so alt ist, ist es eben so, dass hier seit Anfang 2000 hier mehr oder weniger der Markt dann erst geöffnet wurde für die Privattrader. Das hat natürlich auch mit der IT zu tun, also mit der Weiterentwicklung der Technologien, die es heute gibt, also der Zugang über das Internet in den Interbankenmarkt war damals eben möglich und das führte dann dazu, dass Privatkunden mehr und mehr dazu stoßen. Der Forex-Markt selber, ich sage das gerade schon, ist ein Interbankmarkt, das heißt, er ist unreguliert, das ist ein reiner Interbankmarkt, der hier keine Fixierung als Börsenplatz hat, also keine New York Stock Exchange oder Frankfurter Börse. Das heißt, es ist ein globaler Interbankenhandel, der da stattfindet. Wer da handelt, wie die da handeln, das schauen wir uns gleich noch an. Letztlich führt es aber natürlich dazu, dass es eben auch aufgrund keiner zentralen Börse extrem günstige Transaktionsleistungen, sprich die Gebühren beim Forex-Handel, sind enorm gering. Das, was Sie praktisch auch hier mittel- bis langfristig enorm merken werden, wenn Sie denn sich dem Forex-Markt zuwenden, ist die Tatsache, dass Sie im Grunde genommen hier ein enormes Ersparnis gegenüber anderen Finanzprodukten haben, die man eben kaufen kann oder mit denen man eben handeln kann. Das ist ein ganz zentraler Punkt, dass es eben definitiv einer der günstigsten Handelsplätze ist, die es gibt. Keine staatliche Regulierung, das ist so ein Stück weit ein Manko, auf das ich später eingehen werde. Hierbei wird aber natürlich auch mehr und mehr Aufklärung geleistet, denn es gab in der Vergangenheit, und das hat die Branche selbst ein Stück weit in Verruf gebracht während der letzten Jahre, Sie haben gelesen, der Markt ist erst seit sehr jung, seit Anfang des Millenniums ging es los und es wurden eben auch viele Preisabweichungen hier oder da durchgeführt, sprich je nach Broker hatte man dann keine zentrale Preise. Es gab immer wieder mehr oder weniger größere Abweichungen, die natürlich hier den Markt eben in Verruf gebracht haben. Und da kam noch dazu, dass es dann noch Market Maker Dealing Desks gab, die hier bis dato keine Seltenheit waren. Praktisch hier der Handel nicht direkt an den Interbankenmarkt durchgeführt wurde, sondern in-house abgehandelt wurde, sprich die Broker, die Orders, die von dem Kunden kamen, eben nicht weitergeleitet haben, sondern in-house selber abgewickelt haben und hier auch die Preise, die wieder zum Kunden transportiert wurden, keineswegs die echten Preise waren. Und das ist hier, wie gesagt, keine Seltenheit gewesen. Bis vor 4 Jahren speziell wurde ja auch hier sozusagen der Stein gebrochen, denn da gab es hier die Gründung von JFD Brokers, also ein Stück weit was über 4 Jahre sind wir erst alt, aber hier der Name Just Fair and Direct, der steht natürlich hier für das, was die Aufklärung und Transparenz des Marktes angeht. Es ist speziell wichtig, uns auch ein Anliegen, Ihnen dann zu vermitteln, dass es eben möglich ist, Sie
direkt am Interbankenmarkt teilhaben zu lassen, direkt an den realen Preisen. Und im Prinzip haben wir hier den Markt ja auch ein Stück weit aufgerissen und auch hier für Transparenz gesorgt, die wir im Übrigen auch immer weiter ausbauen, weil eben hier das nicht im Kundensinne oder auch im Brokersinne sein kann, wenn man den Kunden hier nicht fair behandelt. Überdies noch ganz interessant, Sie wissen auch, im Sinne der technologischen Entwicklung 40% der automatisierten Handelsgeschäfte. Das ist enorm, aber das ist auch im Führungsmarkt keine Seltenheit. Das heißt, hier wird viel, viel automatisiert abgehandelt, auch bis nach der 5., 6. Kommastelle. Das ist menschlich fast schon gar nicht mehr durchführbar. Und insofern hier auch die Algorithmen, Computersysteme hier ein Schwerpunkt des Marktes.